Hallöchen, weiter geht es mit unserem Abenteuer bei Biomutant. Unser kleiner Fixie, Waschbärchen, was auch immer er ist. Die Welt wird wieder bunter. Was ist dahinter? Ist hier ein was? Was? Öffnen wir das mal hier. Ist das eine Rakete? Hä? Oh, oh. Oh. Ja, du schaffst wirklich alles. Auf, auf und davon. Um Gottes Willen. Und jetzt bitte wieder landen. Ja. Wow, was für eine Landung. Was war da? Hey, wenn Rex. Da mal nicht alle Feuer und Flamme waren. Konnten wir gar nichts sammeln? Haben wir hier jemand getötet, aber. Jo, der ist weg, ne? Ist abgehauen. Trotz. Ja, die Leiche ist weg. Schade. Schauen wir mal, was uns hier weit bringt. Das hoch runter zum Laufen. Oh nein. Okay, erstmal. Oh, was ist das? Du hast einen bikotamierte Wälder gefunden. Achso, Bikot. Sammle die Bio-Blocks und benutze sie, um die Mutation in der Menüs freizuschalten oder um dein Aussehen bei Biopfützen zu ändern. Biopfützen? Oh je, das ist furchtbar. Pass auf, wo du hintrittst. Ich glaube, ich giftig. So. Was haben wir denn noch hier? Bevor wir da reingehen, schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Es ist ein Spiel des Lebens. Deines Lebens und das aller anderen. Oh, da unten links unter der Erde, okay. Ein Wunder, dass einige dieser Hochrunters überhaupt noch funktionieren. Früher wusste man wohl, wie man Sachen baut. Naja, ob man das echt benutzen möchte. Der Duckerhof. Ducker, Ducker. Wir hatten doppelt Ducker, voll viele getötet. Oh, was ist das? Oh oh. Oh oh. Oh nein. Das sieht aus wie so ein Roboterchen das hier. Das ausgebrannte Nuklearmaterial, das Toxanol im Nass versenkte, schädigte das Meeresleben, während die überquellenden Mülldeponien das Grundwasser verseuchten. Zusammen führte das zum rasenden, unausweichlichen Untergang ihrer Welt. Noch richtig verpestet hier, ha? Lass mich raus! Wer ist das? Maulwurf. Ich muss mein Wondo wieder auffrischen. Aber er glaubt wohl, dass du den großen Knall beim Hof verursacht hast. Oh, und er sagt, dass er dich kennt. Du hast ihn früher Gizmo genannt. Er hat dich beim Wiederaufarbeiten gelehrt, dir die Hände dreckig zu machen. Gizmo weiß noch, was für ein braves Kindling du warst. Er kann die Wärme deines Herzens immer noch spüren. Doch Gizmo sagt, dass jeder Erinnerungen anders erlebt. Man kennt die Geschichte, doch die Wahrheit dahinter hat für jeden eine andere Bedeutung. Es wäre eine Lüge zu behaupten, alles war gut. Nach dem Tod deiner Mamu und deines Papus hast du dich verändert. Er versteht, warum du gehen musstest. Das alte Dorf ist eine stetige Erinnerung an das, was geschehen ist.
Gizmo sagt, er erinnert sich an die vergangene Zeit. Doch anders als du denkt er nicht an sie, weil sie vorbei ist. Er versteht, dass Lupalupin ein wichtiger Teil deiner Vergangenheit, deiner Gegenwart und bald auch deiner Zukunft ist. Er glaubt immer noch an das Gute in allen Wesen. Du trägst noch die Hoffnung auf ein Morgen in dir. Er sagt, was dir bestimmt sei, wird auf die ein oder andere Weise geschehen. Doch du solltest dich nicht von der Vergangenheit verzehren lassen. Oh, ich will Rache, ich bin bereit zu vergeben. Gizmo findet das gut. Man sollte vergeben, aber nie vergessen. Das bietet deiner Seele Trost und so behältst du die Erinnerung an deine verlorenen Liebsten im Herzen. Lass die Flamme lodern! Oh, das suchst du wieder, lass die Flamme lodern. Je heller, desto besser ist Lichtschmerz in den Augen. Halt! Warte! Das grelle Licht blendet, es ist gefährlich! Du scheinst mir hier eher ein Blender zu sein, Dunkel. Musst du mich deswegen beleidigen? Ich muss das nicht. Aber ich will es! Die sind putzig, die zwei. Würde gerne wissen, ob du je an den Entscheidungen zweifelst, die dich auf deinem Weg bis hierher gebracht haben. Wärst du glücklicher, wenn du einen anderen Pfad eingeschlagen hättest? Ich habe mein Bestes gegeben. Schätzt, mehr kann man nicht tun. Es ist schwer zu glauben, dass die Welt tatsächlich weiterleben wird. Bislang schien das unmöglich. Ist dankbar über deine Rückkehr und deine Bestrebungen, die Dinge zu ändern. Du warst ihre einzige Chance. Fragt sich, ob du gerne mit den Myriad zusammengearbeitet hast. Sie wirken immer so ausgeglichen und zielstrebig. Schätzt, darin sind sie den meisten überlegen. Es ist nicht leicht, solch einen Weg zu folgen. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Gizmo meint, es habe lange gedauert, bis die Vergangenheit die Gegenwart einholen konnte. Was du jetzt tust, liegt bei dir. Du solltest die Vergangenheit fürs Erste ruhen lassen. Er kann den Unterhof nicht verlassen, da er gegen das Vakuum in der Todeszone nicht geschützt ist. Du solltest also nach Schrott suchen, um den Megton wieder aufarbeiten zu können. Fang bei der alten Kiste draußen an. Du solltest zurückkehren, sobald du den Schrott gefunden hast. Das ist die Todeszone. Ihr solltet so schnell wie möglich dafür sorgen, den Megton gegen den Jumbo-Knoll kampfbereit zu machen. Das würde ich gerne wissen. Hört sie sich so schlimm an wie das man liest? Sie gehört zu der Gegend, in der die Apokalypse am stärksten wütete. Dort gibt es keinen Sauerstoff. Oh. Nur Kreaturen, die durch die Kontamination extrem verändert wurden, können dort leben. Okay. Müssen wir bestimmt irgendwie eine Maske haben oder so, dass wir da überhaupt, oder? Er kann dahin. Das ist die Frage. Ohne Probleme, oder? Oh je. Oh nein. Ist das die Babyfüchse? Gott. Kann man die armen Viecher nicht freilassen? Oh Gott, sind die süß. Ich möchte auch so ein Haustierchen. Gott, sind die putzig. Ihr Vater entdeckt, dass das große Gebiet die tödliche Gefahren bedeckt sind. Diese Umweltgefahr kannst du nur, wenn es halt statthalten, bevor es dich umbringt. Also sei vorsichtig. Es gibt verschiedene Arten von Gefahren. Wie kontaminierte, entzündliche, radioaktive und sauerstofflose Todeszonen. Die Ausrüstung und die Widerstand, die du während des Charakterherstellung Gewehr hast, legen fest, wie lange du in dieser Gefahrzone überleben kannst und wie viel Schaden du durch Gefahr und Waffen erleidest. Besitzt du gegen eine Gefahrart einen Widerstand von 100 hält zu 100% des Schadens durch diese Gefahrstand. Ist es hier gerade leiser geworden? Oh Gott. Meine Prozentzahl ging runter.
bin ja. Ich muss aufpassen, aber ich darf gerade noch nicht dahin, ey. Schlüssel. Ab das wäre echt nicht. 4217 Schritt. Oh. Das ist ja cool, er sieht aus wie so ein Titan-Roboter. Was ist denn hier? Habe ich hier vielleicht was zum Sammeln? Oh, da ist irgendwas. Die Schalter müssen auf eine Weise betätigt werden, dass genug Spannung durch den Leiter fließen kann. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Oh ja, machen wir erstmal den da um. Nur noch ein paar Versuche. Ja, ich weiß. Mach bloß nichts falsch. Tada. Geschafft, sehr gut. Okay, das wird ja lustig in der Todeszone. Gut, das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. Okay, ich dachte, wir schalten irgendwas Cooles, was wir jetzt gebrauchen können. Frei. Müssen wir jetzt irgendwas da... Ja, das mache ich erstmal nicht, diese Nebenquest. Wir waren doch gerade an was anderes machen, Tagebuch. Was haben wir denn für Nebenquests denn? Folge den Vater, schau, wohin es dich führt. Finde die Kleidernissen. Wir waren gerade an der Hauptquest dran, Ende des Stammkrieges, beziehungsweise besiege alle Weltenfresser. Ja gut, da haben wir noch Zeit. Da gibt's im Moment schon dringend die Intuition vor. Echt? Oh Gott, aber werden wir dann nicht sterben? Was haben wir denn hier wieder? Inventar, irgendwas leuchtet hier. Ich verstehe gar nicht, was ich hier manchmal... Es leuchtet die ganze Zeit, irgendwie finde ich gar nicht was. Wo soll ich da oben hin? Aber was ist denn da oben? Was haben wir denn da freigeschaltet? Tagsüber kannst du am besten Dinge erledigen. Ach, hier kommen wir wieder raus. Ah, okay. Nee, dann machen wir erstmal da unten nur weiter. Da oben waren wir ja. Dann wissen wir ja Bescheid, wo es hingeht. Okay. Finde einen Weg in die Ruine. Wenn ich das jetzt hier betrete. In dieser Zone kann man kaum atmen. Ja, das merke ich. Und der Tod lauert überall. Ja, pass auf. Wer halb so viel atmet, lebt auch nur halb. Das ist der Überrest, nach dem du gesucht hast. Okay, hier darf ich wieder atmen. Okay. War da dann nicht irgendwas zum Sammeln? Gut, ich bin am Sterben. Ich bin am Sterben. Oh. Ich habe jetzt in der Schnelligkeit nichts gesehen. Auffälliges, was wir mitnehmen konnten. Ach, da ist wieder sowas. Geh ich da irgendwie hoch? Du kannst einen Kletterplatz gefunden werden. Verwende die übliche Bewegungssteuerung, um dich zur nächsten Kante zu bewegen. Springe ab, um den Kletter aufzuhören. Okay. Toll, wenn ich da jetzt wieder dahin gehe. Dann werde ich bestimmt wieder... Medi kann man nicht nehmen, dass das wieder hochgeht. Was ist das denn hier für Bilder? Ein Rabe und... ein Schlüsschen. Oh nö, wo muss ich denn hin? Oh shit, kannst du nicht schneller laufen? Oh nein! Oh nein! Ich weiß, ich muss die Tasche da eigentlich holen. Oh Gott. Dieser Ort ist ein einziges Geheimnis, das nach und nach aufgedeckt wird. Schon lade ich wieder hoch. Okay. Nächster Versuch. Oh Gott, ich hab Versagen gefasst. Halt dich von dieser Bio-Gefahr fern. Ja, aber ich wollte das haben. Sonst musst du dich einen Monat lang waschen. Naja, dann waschen wir uns einen Monat. Ist doch nicht so schlimm. Du hast eine Kiste mit Mektor-Teil gefunden. Diese Kiste können überall in der Welt gefunden werden. Und erhalten Teile, mit denen du den Mektor anpassen kannst. Diesen Roboter da, ne? Boah, ist die riesig. Ich dachte erstmal, da drum wäre irgendwas.
Achso, der versucht die gerade aufzubrechen. Was ist das denn? Schienbeinschoner. Soll ich jetzt als Ente gehen? Naja, ist eine gute Beförderung, ne? Vom Fuchs und Ente. Was will man mehr? Ist gar nichts. Okay. Schauen wir mal, können wir das echt anziehen? Nee, das dürfen wir gar nicht. Damit würdest du dich nur übernehmen. Schade, ich dachte, ich könnte das anziehen. Ach, das ist für den... Ach so, okay. Nix für uns. Wo ist der schnell? Wow! Wie schnell kann der denn klettern? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er so schnell ist. Was ist denn das? Ein Hütchen. Ein Hütchen für uns. Und was ist hier? Noch ein Hütchen und ich habe keinen Plan. Überreste. Ist da unten nichts mehr oder was? Oh shit. Nein, nein. Ich will okay wissen, ob hier was zum Sammeln gibt. Da. Das meinte ich, weil der so schnell geklettert hat. Ist ja unglaublich. Ja. Ich kann nicht zusehen, wie schnell der da oben war. Schon cool, dass sie das. Schneller Tomb Raider hier. Hütchen haben wir ganz viele. 10, Die 10er ist gut. Ein schöner Hut tut jedem gut. Können wir den auch verkaufen hier? Oder verschrotten? Manchmal muss man eben von vorne anfangen. Das sollte nützlich sein. Blätter. Das wird gut zu dir passen. Eines Tages. Können wir denn irgendwas modifizieren? Haben wir irgendwas Neues gefunden? Und so wirklich. Was ist das? Eine Säge? Sägeblatt. Du lädst nach, indem du ausholst. Das ist schon krass aus, ne? Die würde ich gerne ausprobieren. Neues Hashtag? Das sieht schon cool aus mit dieser Säge. Oh nein, mein Leben. Mein Leben. Oh Gott sei Dank. Okay, was muss ich jetzt machen? Ist er nach oben? Hä? Es tut mir so leid, ich hätte euch gerne mitgenommen, jetzt weiß ich müssen. Können wir das dann haben? Das wäre ja der Hammer. Wenn wir damit fahren könnten. Er meint, das sei genug, um den Mekton zum Laufen zu bringen. Du verfügst jetzt über einen Motor, einen Treibstoffsauger, eine Schusswaffe und ein Sammelnetz. Aber weder Rüstung noch eine Sauerstoffversorgung. Was ist ein Sammelnetz? Was ist ein Treibstoffsauger? Was ist denn so? Ein Gerät, um wertvollen Kram vom Grund zu fischen. Okay. Unter dem Ölglibber gibt es Orte, an denen du das Netz einsetzen kannst. Wie kann ich mit diesem Roboter dahin oder was? Er sagt, er arbeitet an einem weiteren Projekt für den Mekton, einer Kanone. Sie benötigt jedoch Munition und damit meint er Squibs. Er sagt, wenn man sie richtig abrichtet, können sie den Jumbo-Knäuel ablenken. Wenn du nach Squibs suchst, solltest du mit Moog reden. Er kennt sich mit allen Lebewesen in der Natur aus, die die Apokalypse überstanden haben. Leider bedeutet das, dass du weiter in die Todeszone vordringen musst, da Moogs Lager an der Steiltiefe ist. Wenn du Moog findest, kann er dir sagen, wo du die Squibs findest.
Gizmo findet ihn ein wenig eigenartig, doch er ist äußerst bewandert. Er weiß alles über Monster und Kreaturen und wo sie zu finden sind. Okay. Oh, ich dachte, wir kriegen das. Fuck. Muck. Oh Gott. Ich glaube, wie können wir da am besten dahin? So, hier glaube ich nicht lang, oder? Nee. Du solltest besser einen Zahn zulegen, wenn du etwas verändern willst. Ja, ich muss mal gucken, wie ich da hinkomme. Da ist ja die Todeszone sofort. Wie komme ich denn da hin? Gab es denn da links auch einen Weg? Das ist die Frage, ne? Konzentrier dich aufs Ziel. Aber da ging doch gar nichts links, oder? Oder muss ich hier raus? Guck mal. Wie komme ich denn da hin? Ja, da will ich ja gerne hin. Oh Gott, ich bin reingefallen. Ist ja eklig. Kann ich denn da hin? Hier geht's doch gar nicht nach links. Ne. Vielleicht hier falsch, muss ich vielleicht außerhalb rumgehen? Diese Zone gar nicht damit zu tun, oder? Das ist mal eine Frage. Muss ich echt durch diese Zone? Da ist kein Platz, also hier kann ich nicht lang. Hier wirkt alles verkümmert. Gute Frage. Vielleicht außen rumgehen muss? Ne, der zeigt sofort nach links. Ich glaube, hier draußen darf ich gar nicht da lang gehen, oder? Krieg beginnen. Aber da komme ich doch gar nicht durch bei der Todeszone. Das ist eine gute verfragte Mock nach. Ja, wenn mir jemand sagen würde, ich zum Mock komme. Das wäre sehr nett. Oh nein, ich würde sterben. Ich komme da nicht durch. Ich bin echt versunken. Okay, da gehe ich nicht lang. Aber wo wir oben waren, da gab es doch gar keinen anderen Weg. Und ich will nochmal zum Laster dahin und gucken, ob da irgendwie ein Weg ist, weil... Ich muss ja da drin bleiben, sieht so aus. Na komm schon, lad mal schneller. Das kann nur dauern. Dass es überhaupt so lange braucht zum Laden, ey.
Fluchen kannst du später. Warum respawn ich hier, ey? Der wird immer hier sterben, wenn ich Pech habe. So, schneller kann ich nicht. Nein, 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 nein. Boah! Oh mein Gott. Das war mehr als knapp. Da muss irgendein Weg hier sein. Ahnung, ja, ich weiß. Es geht schon nach hier, aber... Da darf ich schon mal nicht hin. Muss ja irgendwas hier oben sein. Wo komme ich denn da? Geh einfach auf Zehenspitzen. Hier nix. Da, ich sterbe dann. Stehe ich nicht. Ich verstehe gerade echt den Sinn der Sache nicht, wo es hier lang geht. Das muss ja dann außerhalb sein, weil hier finde ich nichts. Könnte ich hin? Weil das stand ja, ich muss ja mehr eindringen in die Todeszone, aber es geht ja gar nicht. Komisch, komisch. Man sollte meinen, dass hier ohne Ende Würmer herumkriechen. Geht's nicht weiter. Das muss irgendwo anders weitergehen, aber wo? Nicht runterfallen! Jetzt immer mehr umschauen. Jetzt packt er mal hier ein Ende. Geht's irgendwo hier weiter? Na, da darf ich gar nicht hin. Oh, nicht schlecht. Geht's irgendwie höher? Oh, mein kleines Ding, so mach mal ein bisschen mehr Licht, ey. Man sieht hier gar nicht. Der zeigt mir ja, ich soll da gehen, aber es geht ja nicht. Du musst das ja. Nein, lass dich fallen. Hier ist auch kein Weg durch. Fragezeichen, wie geht's weiter? Höher geht's nicht, da gehen wir wieder zurück. Wir hier durch. Geht aber nicht. Wo komme ich denn da hin?
müsste echt, glaube ich, durch diesen Sumpf. Anders könnte ich mir das nicht vorstellen. Müsste man, glaube ich, irgendwas von hier können. Widerstand. Also ich kann mir nur vorstellen, dass ich diesen Sumpf komme, also gehen muss, aber das kann ich nicht. Das überlebt er nicht. Das ist die Frage, wie ich dann... Was ist das denn hier? Hier komme ich nicht weiter. Das ist ja blöd. Es gibt nicht genug Luft zum Jammern. Upsala, jetzt habe ich das verkackt. Na, ich kann ja nicht schnell gehen. Okay, ich gehe jetzt da nicht lang mehr. Das hat keinen Sinn. Ich muss durch diese komische, qualvolle Sache, die ich noch nicht kann. Ich muss mir was anderes angucken. Da geht's einfach nicht weiter. Kommt drauf an, wo er mich jetzt wieder respawnt. Das ist die Frage. Glück bist du nicht allergisch gegen enge Räume. Pack doch eigentlich da oben hin. Erstmal draußen jetzt um. Was haben wir denn da? Was haben wir noch zu tun? Ende schon Schicksal der Welt. Wo ist das denn hier? Die Markierung. Wie macht man die Markierung denn weg? Oh. So. Was ist das denn hier? Stamm und Krieg beginnen. Das ist das, glaube ich, was ich... Tafeln, die muss man auch alle sammeln. Da kann ich nicht hin, ey. Mach mir aus mir. 2 von 15. Guck mal, sind diese kleinen Quests da, ne? Wenn man da in der Nähe ist, kann man es ja mitnehmen. Das ist ein Ressourcentotem. Ein Monument, das von Schrottsammlern hinterlassen wurde, die das Gebiet sauber halten wollten. Du hast ein Schrotttotem gefunden. Mach mit deiner Waffe Kleinholz raus und den Material zur Herstellung von Waffen aufzusammeln. Aha. Warum zeigt er mir eigentlich nicht den Weg dahin?
Jetzt. Ein Außenposten des Jagni-Stamms. Gut, schlecht. Gucken wir mal, was sie von uns wollen. Was ist das denn? Das ist der Eingang. Ach du Scheiße. Die sind böse. Das ist nicht schlecht, ey, das dieser Kling. Die überlassen mir nix. Welter Held. Das war was Gutes. Jetzt tanzen die hier voll ab, ey. Aber warum lassen die mir nichts? Jedes bisschen hilft. Manche Zivilpersonen haben Informationen zu geheimen Orten in der Nähe. Du hast kannst versuchen, die Informationen zu erfragen, aber wahrscheinlich wirst du dein Haupt einsetzen müssen, um sie zu entlocken. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Information hergeben, ist da viel höher. Schaffst du den Test allerdings nicht, zu deinen Attribute. Sagt, in der Nähe gibt es einen interessanten Ort, von dem niemand weiß. Aber jetzt sei nicht die Zeit, darüber zu reden. Sagt, es gäbe keinen Grund, dir den Ort zu verraten. Spuckt aus. So, ansonsten sagt es mir einfach kein Risiko. Sagt, es gäbe keinen Grund für Drohungen. Du hättest es früher oder später erfahren. Er ist nicht weit von hier. Ist traurig, weil du mit anderen nisten willst. Der Jagni-Stamm sucht jederzeit nach neuen Rekruten, um ihre Reihen zu stärken. Sagt, du solltest dich nicht stressen. Ich stress mich schon. Was haben wir denn? Infos Charakter? Achso. Niemand kann dir etwas anhaben. Orientiere dich auf deinem Weg an dem, was du sehen kannst. Ich will gerne wissen, was das Fragezeichen ist. Irgendwas Cooles da raus bekommen oder irgendwas ist Cooles da. Frage, was jetzt da runter? Was ist denn hier passiert? Eine Kauferia. Ach, vielleicht gibt es da drinnen noch etwas. Oh
Oh Gott. Babybär. Wieder schon scheiße. Vielleicht hier muss ich sterben. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Dann können wir es doch klären hier. So. Was du sagst? Nein, ne? Super. Das lief doch mal nicht schlecht. Mach mal auf. Ich mach. Oh. Wer ist das? Oh, dieser hier scheint angesichts der Tatsache dem Tod überlassen worden zu sein, dennoch gute Laune zu haben. Bolson. Hat gehört, dass du Mitgefühl besitzt und vertraut darauf, dass es in deinem Wesen liegt, anderen zu helfen. Bittet dich, um deines Gewissens willen richtig zu handeln. In dir tobt ein innerer Konflikt und du bist verantwortlich. Ist dir dankbar für deine Entscheidung. Nur wer anderen Gutes tut, ist wirklich gut. Oh, schön. Licht fegt das Dunkel davon. Wie viel Licht brauchst du denn wirklich? Das gesamte Licht? Das gesamte? Ich meine, du kannst schon ein wenig Platz für das Dunkel lassen. All das Licht. Der sind putzig, die zwei. Hoffen wir mal, dass es sich jetzt gelohnt hat, gegen Leon anzutreten. High Packet. Die Schalter müssen anscheinend ausgerichtet sein, damit das Gerät sein Programm laden kann. Hä? Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Okay, das habe ich das gar nicht verstanden. Oh, Besuch, was ist das für eine Piep-Piep-Kiste? Was? Piep-Piep? Das ist eine Piep-Piep-Kiste, Bombenkiste. Wow, was ist das? Bum, 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 bum. Wer es findet? Naja, Fungo. Irgendwas Neues, eine falsche Taste. Fungo, irgendwas mit Neu. Beende es zu einem Nahkampfkampf mit einem Schmetterangriff, der ganze Wald trifft. Krass. Tigerwurf. Boah, hat mir aber eine gegeben mit dem Hammer. RT. Das ist aber auch cool, oder? Was ist das? Was haben wir denn gefunden? Oh, wieder da, wo ich nicht weiß, warum es da glitzert. Sie sehen eine Rüstung, okay. Setze ich immer hier. Okay, das ist nicht besser. Und hier überhaupt nicht. Manchmal musst du für die kleinsten Schrottteile selbst sorgen. Das war's, glaube ich, hier. Was? Ein Luftwechsel. Fühlt sich nach Dämmerung an. Denn wie hoch? Nein, ne? Was meint er denn mit der Piep-Piep-Kiste? Piep-Piep-Piep-Piep-Bum. Hm.
Sehr komisch. Gefangenenschicksale besiegen. Wegpunkt. Überreste. Ja, da komme ich leider nicht durch. Wer meint denn was mit einer Piepkiste? Piep-Piep-Kiste gelöst. Ah. Oh. Okay, also wir müssen welche finden. Okay. Jetzt verstehe ich das. Ich verstehe, was meint er mit der Piepkiste? Hier können wir gehen. Lass mal ganz kurz klären. Wir sind ja gerade hier. Warte. Schlecht doch mal zuzugucken und. Was ist das? Bist du hübsch? Erfordert Coco was? Coco Pip. Wo kann ich denn ein Reittier haben? Was ist Coco Pip? Reittierwahnsinn. Reittierwahnsinn. Deine wünsche Reittier haben eine 5% der Bewegungsgeschwindigkeit. Glücksbitze wird schon. Aber was ist Coco Pip? Hm. Muss man doch irgendwo bestimmt freischalten, oder nicht? Coco Pip? Was ist diese verdammte Coco Pip? Talente? Das sind ja leider nicht. Hm. Das können wir ja alles hier. Verdammt, vielleicht werden wir das noch beibringen. Bekommen. Irgendwas muss man freischalten. Aber voll schön Tiere. Ich darf sie nicht nehmen. Hier lagern Rito und seine Banditen. Das ist Ritos. Sei vorsichtig. Ach du Scheiße. Oh Gott. Uah! Shit. Ich hab gegen... Oh shit. Du Scheiße. Ach kommt, Leute. Das ist jetzt voll unfair. Oder? Voller Schuss. Du hast einen guten Platz gefunden. Hier kannst du Gesundheit und Key wiederherstellen oder einfach zuschlagen. Was für ein Ruhestand? Der Typ kommt hinterher. Selena. Hochgletscher? Oh oh. Oh oh. Was war das denn? Jetzt macht er wieder einen Bockgletscher. Was treibt der Typ da? Das ist voll unfair, Leute. Kann ich nicht mehr schießen. Ich will den Kleinen töten. Wenn ich dürfte. Alter Schwede. Guck mal, kommt da ein Riesenteil. Super effektiv. Gottes Willen. Nein, ich finde das nicht lustig. Ah! Ah! Oh, shit! Ich fliege gerade! Böser Junge! Das hat mich gerade zum Fliegen erstmal gebracht, der Typ. Aber ich wollte nicht fliegen. Oh, 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 oh.
Wow. Wow, 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 wow. Hey, das ist unfair, Leute. Das wisst ihr, ne? Das wisst ihr. Hart erwischt. Komm schon, das stirbt gleich, das stirbt gleich. Ja! Warum? Du bist angeschlagen. Wow. Das hat mir wirklich eine gegeben, oder? Oh nein, hört doch mal auf, ey. Ich finde mich die ganze Zeit... Boah, da gibt er mir einen mit dem Hammer. Aber schreibt mal nicht, ey. Was sind wir hier? Warum brenne ich? Wow. Keine was? Aua. Kann doch nicht sein, ey. Da will er auch mal hier... Oh. Die Platte, komm her. Könnte schon unfair sein, ne? Gemein und unfair. Mann, 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 hier, ey. Was ist das? Achso, ich dachte, ich krieg den Hammer oder was? Es ist nicht mehr viel übrig von dem, was diese Welt ausmacht. Wertvoll aus. Was war das? Eine Bibel? Ein Buch. Ah, auf Schatzsuche. Schatzsuche sind wir immer dabei. Mal cool. Hilflose Seele. Oh, wo haben die denn eingesperrt den Arm? Müssen irgendjemand hier noch retten? Aber wo? Ist er hoch? Hoch mit dir! Was ist denn die Seele? Irgendwo wird hier einer festgehalten. Ich habe irgendwas gefunden. Aber wo ist sie? Wo wird er denn hier festgehalten? Ach da. Dieser hier scheint angesichts der Tatsache, dem Tod überlassen worden zu sein, dennoch gute Laune zu haben. Hat gehört, dass du Mitgefühl besitzt und vertraut darauf, dass es in deinem Wesen liegt, anderen zu helfen. Bittet dich, um deines Gewissens willen richtig zu handeln. In dir tobt ein innerer Konflikt. Da helfen wir ihn. Wir wollen ihn. Ist dir dankbar für deine Entscheidung. Nur wer anderen Gutes tut, ist wirklich gut. Desto mehr zu uns halten, desto einfacher ist es. Das Licht strahlt auf ewig. Besser würde ich nicht unbedingt sagen. Genau, nicht besser, am besten. Du bist furchtbar. Furchtbar darin, furchtbar zu sein, was am besten ist. Du bist süße. War doch kein schlechter Kampf. Wir haben uns doch super geschlagen, ey. So was Besseres gefunden. Können wir das kaputt machen? Schade, das ist nicht besser, die wir gefunden haben. Die ich habe. Oh. Die sieht aber auch nicht schön aus. Da gefällt mir lieber die Jeans, aber sowas würde ich gerne anziehen, aber ich darf noch nicht. Guck mal, die für Stufe 12 ist schwächer als die für Stufe 7. Da finden wir eigentlich nichts für unsere Grilli. Habe ich hier eigentlich irgendwas gefunden? Oh, muss ich zu herstellen. Infizieren. Oh, was ist das denn? Ah, irgendwas haben wir besser gefunden. Handschläger, Baumbub. Ah, kein gute Angreifetempo. Das hat 2, 1.
Das probieren wir doch aus. Haben wir hier was Neues? Okay, davon habe ich die Sachen nicht. Krass. Ja, machen wir was Neues draus. Sieht nicht schlecht aus. Was ist eigentlich hier? Können wir irgendwas modifizieren, was besser ist? Na ja, wir probieren mal den Hammer erstmal. Ach, hat der den Hammer nicht? Ich will den Hammer gerne ausprobieren. Muss ich auch ausrüsten gehen. Wie soll das ausprobieren? Das wird lustig. So, ich sag mal bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Bye.